Glück kann jeder anders interpretieren. Für ein paar ist es vielleicht ein gemütlicher Spaziergang in der Stadt, für andere. Wenn es der Familie gut geht, wenn man im Beruf zufrieden ist. Ich konnte zum Beispiel mein Hobby zum Beruf machen. Da finde ich allein schon Glück. Ja, und dann habe ich da die kleine Enkelin, das ist auch Glück. Gesundheit sicher, Familie, Freunde und dass man es gut hat in der Schweiz, sicher, ja. Ja, also ich würde auch sagen Familie, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Und Gesundheit auch für die Familie und so. Gute Verhältnisse hat mit Familien, Freunden. Ich reise sehr gern. So vielleicht einmal im Monat gehe ich irgendwo in der Schweiz oder Europa. So, es gibt so viele Dinge. Die Arbeit macht Spaß. Es ist zum einen das Wohlbefinden, zum anderen ist es das Zufriedensein mit den Umständen, denen man ist und dass man etwas bewegen kann, was man sich vornimmt. Glücklich sein bedeutet einfach Spass am Leben haben, wenn man aufsteht am Morgen, dass man einfach sagt, ja, ich will jetzt den Tag leben und ja, einfach Spass haben. Das Leben geniessen und Freude daran haben. Der Sigmar Willi, der in der Glücksforschung tätig ist, kann sich dieser Meinung nur anschliessen. Generell einfach sich versuchen, ein bisschen aufs Gute zu fokussieren, ohne da mit dem positiven Denken. Ich muss immer positiv denken und wenn es mir nicht gut geht, habe ich etwas falsch gemacht. Das ist völlig falsch, weil es geht darum, zu akzeptieren, dass es einem manchmal nicht gut geht. Es kommt höchst selten vor, dass jemand freiwillig meint, dass man nicht glücklich ist. Auf einer Skala von 1 bis 10 schätzen sich die meisten Schweizer nämlich auf ein 8. Sonst ist einem per se eigentlich nicht wohl. Und wenn man sich dann auch sagt, ich bin nur auf dem 6. oder 7., dann hat man sich eigentlich schon wieder etwas eingeredet. Und man muss dann aber klare Gründe haben, warum man sich eigentlich da nur in der Hälfte sieht. Wenn es also einmal nicht so rund läuft, braucht man meistens einen Grund, wieso es denn uns nicht so gut geht. Als Tipp möchte ich Sigmar Willi Folgendes auf den Weg geben. Fokus auf die Sachen, die einem gelungen sind, die gut sind, das tut einem gut.